ich muss Pipi. Ja, erzähl mir mehr davon. Lass sie mich hin. Guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt hier im Fitnessstudio mit Mama, Kat und mich. Wir machen jetzt gerade Cyberobics und gleich gehen wir raus auf den Stepper. Sehr fleißig, Leute. Mama versucht sich zum ersten Mal auf dem Stepper. Mama hat schon aufgegeben. Anstrengend, ne? Nicht geht es. Der andere war anstrengend. So, Mama macht jetzt Vibrationstraining. Probiert sie zum ersten Mal aus. Halte mal, so fest. Nur so, nur festhalten. Ja. Nur fest. Wir benutzen. Aber die Beine gibt es. Das hört alleine auf. Wie fühlt sich an? Mann, das sind 15 Kilo. Ganz durchschlägen mal an. Aber das ist ganz so viel. 15. Und die kann nicht mehr, aber trotzdem so. Na, du musst da drauf. Oh, und dann? Mama lacht wie ein Zinssoldat. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir haben jetzt die ganze Zeit mit dem Handy gevloggt, weil wir die Vlogging-Cam vergessen haben. Beziehungsweise, weil sie halt geladen hat. Vergelbt irgendwie. Wir machen jetzt unsere geliebte Weihnachtsdeko weg. Das war irgendwie vor kurz. Die hatten irgendwie noch vor kurz. Ja, weil eigentlich müsste es noch kürzer sein. Ja, weil eigentlich müssen wir uns erst an Heiligabend, nee. Wann macht man normalerweise den Weihnachtsbaum dran an Heiligabend? Und weg dann am 6. Ups. Leute, zum Glück haben wir Plastikkugeln. Kann ich nur empfehlen. Da geht diese Drahtdinger sehr voll spitz. Dass sich jeder da nicht verletzt hat. Das ist ein Wunder. Na, das chillt. Stell dir vor, du steckst da zwei Katzen rein und man schenkt der Tag wieder auf und auf einmal sind es vier. Milo und Mila. Boah, ich will schnell mal Milo und Mila da rein. Das ärgert die Katzen. Das ist ja mal Spiel. Tschüss, Weihnachtsbaum. Es ist nur noch ein Stängel übrig. Vor allem, den normalerweise ist eigentlich schon komisch, so einen unechten Baum, weil. Die Leute schmeißen einfach vor die Tür. Und bei uns ist es so, wir machen jedes einzelne Ast ab. Einen echten Baum. Ja. Und vor allem bei uns ist es so, hier, das ist so irgendwie so Plastik und das sieht eher so echt aus. Aber das sieht man ja eigentlich nicht. Ja, es war schon ein schöner Baum. Bis zum nächsten Jahr. So, wir haben uns jetzt ready gemacht, weil wir treffen uns jetzt mit Paddy und Katrin und einer hat gefragt, warum alle YouTuber eigentlich immer sagen, ready gemacht, statt ich mache mich fertig. Keine Ahnung. Nee, weil ich mache mich jetzt fertig. Ist so.
Ich mach mich jetzt selber fertig. Als würde man vor dem Spiegel stehen und so, Bastard, fick dich. Ja, aber so, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum wir haben es wahrscheinlich, wir sagen es wahrscheinlich, weil alle anderen es auch sagen, keine Ahnung. Sehr gut, wir sind jetzt auf dem Weg zur Bar. Wir haben jetzt auch gerade geparkt und so. Es ist voll kalt. Ja, es ist richtig kalt. Ja. Alter. Oh. Es ist so cold. Nein! Ich finde Parkhäuser immer voll gruselig. Ja. Besonders wenn die 13 Stockwerke tief gehen. Stell dir mal vor, du parkst ganz unten und es gibt keinen Aufzug, wenn du schon hochkommst. Das ist voll creepy. Cold! Oh, da sieht es aber gemütlich drin aus. Oh, sieht das gemütlich aus da drin. Ja. Gott. Das finde ich voll gruselig. Es gibt so Gitter, wo du ruhig reingucken kannst und es geht einfach so tief nach unten. Ich bin mal als Kind in sowas reingefallen. Einfach so draufgestanden, genau, zack, 3 Meter runter. Die Vorstellung jedes Kindes. Nee. Da haben wir so einen Typ rausgeholt mit seinem Fahrrad. Weißt du, was ich auch voll gruselig finde? Das sind so dunkle Gassen, ja, wo wir jetzt laufen. Weißt du, noch früher, ne? Da sind wir mal zur Bahn gelaufen und immer wenn es so abends, bin ich immer so abends zu dir gefahren mit der Bahn und dann war es immer richtig dunkel und dann musste man so eine Unterführung laufen, damit man zur Bahnhaltestelle kommt. Er hat immer angerufen. Ja, habe ich immer Leo angerufen, bleib dran, bis ich bei dir bin. Das ist so voll doof, ich kann eh nichts machen, aber gutes Gefühl geben. Und auf dem Weg waren die Laternen. Ja, oder was? Da sind wir immer weggerannt und wenn man anfängt zu rennen, dann hat man das Gefühl, jemand verfolgt einen. Ja. Oder auch allgemein, wenn jemand hinter dir ist, der dir auch vielleicht nichts antun will oder so. Aber dann läuft er trotzdem schneller. Und du kannst die ganze Sache. Ja, genau. So, gut so. Ja, und dann hörst du nur seine Schritte. Dann seine Schritte werden auch schneller. So wie er läuft. Ja. So. Genau so sind wir damals immer gelaufen. Junges Mädel. Musst du nichts zahlen. Oh. Ich muss Pipi. Ja, erzähl mir mehr davon. Das hört sich jetzt pervers an. Tja, die Bahn, die wir gerade gehen wollten, war voll. Und wir sind ungefähr, wie viele Leute sind wir? Mehr als 12 Leute. Findet mal eine Bar für 12 Leute. Freitagabends. In Stuttgart. In Stuttgart. Das war ein bisschen kurz gedacht alles. Ein McChicken bitte und eine kleine Pommes. Ich muss ein paar kurz nochmal berghoch. So Leute, wir sind jetzt hier wieder zurück. Wir sind jetzt schon heimgefahren, waren gerade in einer Bar in Stuttgart und wir warten jetzt noch auf Paddy und so. Wir sind noch nicht da. Wir sind nämlich zu denen gefahren, chillen da noch ein bisschen. Und draußen ist es so arschkalt. Minus 10 Grad. Oder immer noch? Minus 14 Grad schon. Minus 14 Grad. Leute, wo sind wir? In Russland oder was? Sie will. Ich muss dringend auf Toilette. Ja, hallo, Mayo! Oh. Hallo, was schätzt du mich? Hallo! Ja, hallo, Mayo! Hallo, du hast mich noch nicht begrüßt! Mayo! Mayo, komm her! Ich hocke, dass auf deinen Schoß kann. Ja! Ja. Ah. Mayo! Also wir chillen jetzt hier gerade bei Paddy. Yay! Und Katrin, schau mal. Und Katrin. Dich hat man auch schon lange gesehen hier. Mich? Ja. Ach stimmt, Silvester, oder? Ja. Vor lang nicht mehr. Eine Woche. Und ja, wir machen hier gerade so einen Mädelsabend, gucken ein paar Filme an. Und da haben wir gesagt, also vorhin haben Anna und ich das Thema gehabt.
dass wir immer, wenn wir von der Bahn nach Hause gelaufen sind und wir voll Schiss hatten und jemand hinter uns war, haben wir immer Leo, also ich habe immer Leo angerufen. Yeah. Ich habe einmal immer sogar so getan, als würde ich telefonieren. Kennt ihr das? Ja, ja. Und immer so, ja. Ja, aber das haben wir auch. Und man wird immer schneller, gemacht. Man wird immer schneller heimlaufen. Ja, genau, weil man hat immer das Gefühl, dass jemand hinter einem ist und sogar manchmal, wenn jemand hinter einem ist, dann denkt man sich die ganze Zeit, Alter. Ja, ja. Der verfolgt mich. Irgendwann dann guckt man die ganze Zeit nach hinten. Und dann irgendwann fängt man an zu rennen, das habe ich gemacht. Und der hinter mir dachte ich echt bestimmt so, was ist das für ein? Einmal bin ich sogar in einen Busch gesprungen, als ein Auto hinter mir als Auto kam mit dem Busch. Und wir haben davor irgendeinen Actionfilm oder Horrorfilm bei meiner Freundin anguckt. Und die Mama hat mich noch heimgelassen, also ich bin dann noch heimgelaufen durch den Wald und dann bin ich wirklich im Busch gesprungen, ein Auto von hinten gekommen. Ja, eigentlich so Sachen zum Beispiel, ich glaube, dieses Gefühl hat man auch, weil man halt so oft hört, ja, da und da wurden Mädchen vergewaltigt, da und da egal, wurde wo, jemand Kreis oder sonst ja, oder allgemein auch in den Nachrichten und so. Das stimmt. Und ihr habt euch jetzt sicher gefragt, warum wir die ganze Zeit immer wieder das Thema aufgegriffen haben, sich unsicher fühlen, wenn man nach Hause läuft oder allgemein. Weil wir einfach wissen, dass sehr, sehr viele das Gefühl kennen. Wie ihr merkt, unsere ganzen Freunde kennen das. Gerade Mädchen, aber natürlich auch Jungs. Also das wollen wir jetzt nicht nur auf Mädchen beziehen. Genau. Und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr auch mal solche Erfahrungen habt. Genau, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Axa kam auf uns zu und hat uns eine App vorgestellt, die wir uns echt immer gewünscht haben, weil wir schon viele Situationen hatten, wo wir echt gedacht haben, das wäre jetzt perfekt. Genau, und deswegen finden wir persönlich, dass ihr wissen solltet, dass es so eine App gibt, weil wir wissen, dass sehr, sehr viele von euch auch dieses Gefühl haben, oder ich kann mir vorstellen, gerade auch bei Mädchen und auch bei Jungs, viele haben das Gefühl sicherlich auch und es ist einfach so, dass man einfach so eine gewisse Sicherheit braucht. Gerade wenn man nach Hause läuft oder sowas und wenn man sich bedroht fühlt. Und deswegen gibt es diese App, die heißt Wayguard. Die gibt es für Android und Apple. Also die kann man jeder sich runterladen. Ja, und die könnt ihr euch kostenlos, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, genau. Könnt ihr euch kostenlos runterladen. Und was wir voll gut fanden, ist, dass Axa das zusammen mit der Polizei Köln entwickelt hat. Genau. Die App an sich ist eigentlich nichts anderes als ein virtueller Begleiter. Wenn man jetzt zum Beispiel, wir haben ja oft drüber geredet, wenn man sich alleine fühlt, dann will man jemanden bei sich haben. Und deswegen telefoniert man oder täuscht ein Telefonat vor, dass man einfach nicht das Gefühl hat, dass man so leicht angreifbar ist, gerade wenn man alleine läuft. Und ihr habt doch gesagt, was noch voll gut ist, dass man sofort den Notruf aktualisieren kann. Genau, wenn man sich bedroht fühlt oder keine Ahnung, im schlimmsten Fall, wenn dich jemand anpackt, dann könnt ihr direkt den Notruf-Button so swipen und dann wird direkt die Polizei alarmiert. Genau, und die können den Ort direkt feststellen, also man muss nicht, sag ich mal, unnötig telefonieren und sagen, wo man gerade ist, weil oft weiß man auch gar nicht genau, wo man ist. Also wir finden auf jeden Fall die App richtig cool und deswegen wollten wir die euch nicht vorenthalten. Wir wollten ihr euch auch gerne mal zeigen, damit ihr mal so ein bisschen einen kleinen Einblick bekommt, wie die App funktioniert. Und da wir eh gleich Gassi gehen, dann zeigen wir euch das mal. Hier kann man jetzt sehen, dass ich mich dass ich Anna als Begleiter eingetragen habe und da kann ich sie anrufen oder mit ihr auch chatten direkt, damit ich mich unterhalten kann, wenn ich alleine bin. Und bei ihr sieht es gleichzeitig genauso aus. Ich bin hier jetzt übrigens in Paddys Arbeitszimmer und filme mit ihrer Kamera, nicht, dass ihr euch wundert, weil Kat ist jetzt mit unserer draußen und jetzt kann ich quasi sehen, wo sie sich genau befindet. Also ich zeige es nochmal hier draußen. Ich versuche jetzt halt mit Anna zu schreiben. Hi. Und sie hat mir auch geschrieben, hi. So sieht es aus. Schreibt sie mir zurück. So wie ich Anna kenne, schreibt sie nicht zurück. Ah doch, hi. So. Genau, jetzt kann ich sehen, wo sie sich genau befindet. Und auch das Wayguard-Team kann das sehen, aber natürlich verschlüsselt. Also nicht, dass ihr irgendwie denkt, dass euch dann
irgendwie jemand stalken kann oder so, weil man euch dann quasi durch die App orten kann. Ab dem Zeitpunkt, wo sie angibt, dass sie angekommen ist, also da gibt, erscheint dann so ein Button, ich bin angekommen. Wenn sie da drauf drückt, dann wird das komplett ausgeschaltet, also man kann einen dann nicht mehr orten. Ich zeige euch die Karte jetzt nicht einfach aus Sicherheitsgründen, weil sonst wisst ihr ja, wo Paddy wohnt. Und wir gehen jetzt mit Milo spazieren. Gell, Milo? Ja. Ja, und das haben wir euch ja vorhin gezeigt. Also am besten, bevor ihr aus der Haustür kippt, aus der Haustür geht, verbindet ihr euch nochmal mit eurem Begleiter. Also sei es jetzt eure Schwester, eure Freundin, eure Mutter, euren Freund. Und das WayGuard-Team kann euch auch gleichzeitig auch begleiten und kann euch auch orten. Also, sie läuft jetzt gerade die Straße hoch. Gut. Meine Liebe, meine Liebe, ja, ja, oh, oh. So. Jetzt ist sie gerade abgebogen. Gehen wir auf. Ja. Und für den Fall, wenn ihr euch bedroht fühlt, dann gibt es hier unten das hier, das rote Zeichen, was da blinkt. Das ist der Notruf. Also das streicht ihr dann drüber und dann wird Hilfe gerufen. Also falls jetzt zum Beispiel Kat nicht den Notruf-Button streichen kann, warum auch immer, dann kann ich das auch für sie tun. Also ich kann hier einfach auf diesen roten Knopf quasi drücken oder streichen und dann wird die Polizei eingeschaltet. Also hier können wir dann auch telefonieren oder schreiben, wenn sie mir schreibt, keine Ahnung, Notfall oder wenn wir jetzt gerade telefoniert hätten, dann kann ich auch für sie den Notruf-Button drücken, falls irgendwas passieren sollte. So, Kat ist jetzt auch gerade angekommen und jetzt sollte hier, genau, jetzt sollte hier das erscheinen und da steht jetzt, danke Anna, Kat ist gut angekommen und dann wird Datum, Uhrzeit und ihr Ort quasi festgelegt. Also das ist echt richtig genau. Wir finden, es ist einfach eine super Sache, weil es bietet einen Sicherheit. Kat kommt jetzt gerade rein und ja, ich bin gerade angekommen. Ich finde, das ist eine App, die man auf jeden Fall haben sollte, gerade wenn man so sich unsicher fühlt und sowas. In der Infobox findet ihr auch noch weitere Informationen über die App und dort könnt ihr es auch direkt runterladen, falls ihr in die Infobox guckt. Genau, da steht dann, Kat, gut, dass du angekommen bist. Und ja, wie war es mit Milo? Richtig gut. Bis unsere Beine sind eingefroren. Boah. Milo! Milo, noch weiter. Ja, hallo! Mein Gesicht fühlt sich voll so an, als würde es schmelzen. Also so, liebes. Ja, ja. Chillen jetzt noch ein bisschen und dann gehen wir nach Hause. Tschüss. Tschüss. Ciao. So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe mich gerade schon abgeschminkt. Ich werde jetzt meine Zöpfe hier aufmachen. Ich habe das Gefühl, die Zöpfe sind schon mein Markenzeichen. Ich trage echt jeden Tag Zöpfe. Ich schau mal, Leute, das ist so ein Chaos. Das ist eigentlich unser zweiter Kleiderschrank. Weil, ja, das ist, wir verbringen eigentlich die meiste Zeit in diesem Bad. Da schminken wir uns, da ziehen wir uns um, dann gehen wir auf die, wir wohnen hier. Gute Nacht. Tschüss.